Wir sind bereits in Kapitel 7 angekommen und das ist überschrieben mit Postproduktion. Und eigentlich gibt es darauf nur zwei Reaktionen. Entweder Sie haben jetzt Vorfreude, Audios, Videos nachbearbeiten zu können, oder dieses Kapitel ist eher Horror. Ich zähle ehrlich gesagt eher zur zweiten Kategorie. Ich stehe gerne vor der Kamera, ich plane gerne Drehs, aber ich freue mich immer, wenn ich Postproduktion an Kolleginnen und Kollegen abgeben kann. Aber an sich macht es auch eine ganze Menge Spaß, Audios und Videos zu verändern, zu optimieren. Und in diesem Kapitel möchte ich Ihnen zeigen, wie das geht. Und zwar mit Programmen und Software, die Open Source sind oder die kostenfrei sind. Das heißt, Sie müssen hier kein Geld oder Ähnliches investieren und trotzdem haben diese Programme eine unglaubliche Funktionsvielfalt. Zweiter Vorteil von diesen Programmen ist, sie sind weit verbreitet. Wir zeigen Ihnen hier erste Tipps und Tricks, um diese Programme kennenzulernen und Grundlegendes machen zu können. Zum Beispiel in Shotcut. Wie schneide ich ein Video? Wie füge ich Sequenzen ein? Wie trenne ich Audio und Video voneinander? Oder in Audacity zur Audio-Nachbearbeitung. Wie bekomme ich ein Rauschen raus? Wie stelle ich das normalisiert ein, sodass ich eine angenehme Lautstärke beim Hören habe? Diese Programme sind so beliebt, dass Sie aber im Netz so viele Tutorials, Anleitungen etc. finden, dass Sie hier leicht auch selbstständig weitergehen können. Und das ist für mich die größte Stärke dieser Programme. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie Ihre Lieblingssuchmaschine und Sie werden in der Regel eine sinnvolle Antwort darauf finden und selbstständig weiterkommen. Die hier gezeigte Software ist am besten an einem PC oder Laptop zu nutzen. Aber wir haben auch Apps verlinkt, mit denen Nachbearbeitung am Tablet oder Handy möglich sind. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, am Smartphone Nacharbeitung zu machen, das macht keinen großen Spaß. Man kann nicht präzise arbeiten, der Bildschirm ist einfach viel zu klein. Am Tablet geht dies schon ganz ordentlich, aber wenn Sie die Möglichkeiten haben, dann nutzen Sie einen Rechner oder einen Laptop. Das Ganze geht bedeutend einfacher, schneller und ist auch viel angenehmer für Sie zu gestalten. Eine Sache ist ganz wichtig bei der Postproduktion von Audios und Videos. Perfektionismus hat hier nichts zu suchen. In Hollywood, im professionellen TV und Radio, okay. Im schulischen Kontext, nein. Denn wer hier perfektionistisch ist, der verliert sich in einem unglaublichen Zeitaufwand. Es gibt eine Faustregel. Diese lässt sich jetzt nicht empirisch belegen. Es geht aber um eine Größenordnung und die passt. Das ist die 80-20-Regel. Die besagt, dass wir 80% des Ergebnisses mit 20% des Aufwands bekommen können. Indem wir über Kleinigkeiten hinwegsehen, den kleinen Verstolperer in der Sprache, der Vorhang im Hintergrund, der vielleicht nicht exakt und glatt ist, all diese Dinge, wenn wir da ein bisschen drüber hinwegsehen und sagen, okay, nicht perfekt, aber okay, dann sparen wir uns hier eine ganze Menge Arbeit. Denken Sie immer daran, für wen erstellen Sie diese Videos? Und wenn es Videos in Anführungsstrichen nur für Ihre Klasse, für Ihre Schülerinnen und Schüler sind, dann sollte das ein gutes Video werden, aber es muss kein perfektes Video oder kein perfektes Audio werden. Also lassen Sie kleine Fehler ruhig drinnen. Am wichtigsten und am besten geeignet, um eine aufwendige Postproduktion zu verhindern, ist eine gute Planung. Da verweise ich nochmal auf Kapitel 3. Wie kommen wir Step by Step von der Idee zum Medienprodukt? Planen Sie Ihre Medienproduktion gut. Schreiben Sie Ihre Idee auf. Erstellen Sie ein Storyboard. Gerade dann, wenn Schülerinnen und Schüler das Ganze erstellen sollen. Hier können Sie sich eine ganze Menge Arbeit ersparen, wenn Sie gut planen und dann nur wenig in der Postproduktion zu tun haben. Nehmen Sie vielleicht auch Videosequenzen lieber 2-3 Mal auf, als aufwendig zu schneiden. Auch das kann Ihnen das Leben deutlich erleichtern. Einige wichtige Sachen noch zum Schluss. Eine Sache sollte jedes Lernvideo haben und dafür brauchen wir eine kleine Postproduktion, nämlich ein Abspann. Das mag Ihnen jetzt vielleicht komisch vorkommen. Es geht hier natürlich nicht um einen Hollywood-Abspann, der 15 Minuten dauert, sondern um eine kurze, präzise Information zum Schluss. Von wem ist das Video? Wer war beteiligt? Welches Thema hat das Video? Wann wurde es erstellt? Gibt es eventuell Lizenzhinweise oder Copyright-Hinweise?
Jedes Video sollte einen solchen Abspann haben. Das muss kein effektvoller Abspann sein mit einer Laufschrift. Es reicht, wenn Sie zum Beispiel in PowerPoint ein, zwei Folien erstellen mit den wichtigsten Informationen, diese als Bilddatei speichern und ins Video einfügen. Sie sehen also, das Ganze kann ganz einfach sein und ist doch essentiell.